des Lebens vertrauen wir auch darauf, dass jenseits der Grenze Leben möglich ist. Paulus, er sagt das so: so leben wir bei Gott, sterben wir, so sterben wir bei Gott. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören zu Gott. Nachdem Ilse Noll im Alter von 79 Jahren gestorben ist, überlassen wir sie voll Vertrauen Gottes Barmherzigkeit und legen sie in Gottes Erde. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Jesus Christus, er spricht: Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und so können wir hier am Grab miteinander beten, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gemeinsam wollen wir das Gebet sprechen, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.